Meier ist gar keine Bezeichnung für meinen Zustand. Ich bin bedauernswert, aber nicht arm, denn ich bin reich. Habe ich nicht Geld, so viel wie ich will? Habe ich nicht viele Großkinder, Kinder, Verwandte, Freunde? Ach, wenn ich doch nur reden könnte. Ich muss Frau Meier recht geben. Ich habe immer recht. Und da heraus zu müssen, in meinem blödsten Alter. Aber Frau Meier braucht doch noch nicht da heraus zu müssen. Was sagt sie da? Ich dulde keine Insubordination. Ich kann Widersprüche nicht vertragen. Wenn ich sterben muss, dann muss ich sterben und dann basta. Basta. Intrigantin! So machst du es immer, du Hühnerhirn! Arbeiterverstand! Sofort bestelle den Arzt. Sofort! Im Weigerungsfalle bei sofortiger Kündigung. Ich werde ihn sofort abbestellen. Nein, Mutti, das weiß ich nicht. Aber ich freue mich, dass du schon wieder etwas munterer bist.
Dann will ich es dir sagen. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht atmen. Ich habe keine Luft. Nicht riechen, schmecken, hören, fühlen. Und dann die Niere. Die Niere. Hat mir den schon zum Arzt geschickt, Schwester. Schon mehrere Male. Ja, so, dann aber bleibt er da. Also, guck mir nur wieder eingefallen und lass mich ohne Arzt sterben. Ich bin ja so sie. So sie. Mutter, du kannst ja kaum mehr sprechen. Aber sie kann doch sprechen. Du kannst ja kaum mehr atmen. Sie atmet doch ganz ruhig. Und ich kann mich so gut eindenken. Liebe Frau, wir stehen hier zum 23. Mal versammelt am Totenbett unserer lieben Mutter. 22 Male haben wir uns schon mit dem herben Schmerz abgefunden gehabt, dass wir sie würden verlieren müssen. Können Sie sich da eindenken? Ich kann mich gut eindenken. Sie können sich gut eindenken. Und 22 Male hat uns ein gnädiger Himmel unsere liebe Mutter aus dem Rachen des Todes wiedergeschenkt. Können Sie sich auch da eindecken? Ich kann mich auch da eindecken. Wasser! 22 Male war die ganze Familie, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter beiderlei Geschlechts versammelt. Und 22 Male ist die ganze Familie wieder auseinandergegangen. Können Sie sich auch da eindenken? Beiderlei Geschlechts auseinander? Kann mich auch da eindenken. Natürlich liegt die Betonung auf versammelt und nicht auf beiderlei Geschlechts auseinandergegangen. Sie können sich wohl. Jawohl, ich kann es. Ich kann es sogar sehr gut. Man soll nie Kräfte vergeuden. Gänzlich unnötig, den guten Doktor, der heißt doch gleich Bleiwasser, Bleifinger, Bleifuß! Zu holen, denn Mutter stirbt nicht. Ich sterbe dieses Mal ganz gewiss. Ich fühle es. Du siehst es an der Klarheit, mit welcher Mutter unser Gespräch verfolgt, dass dieselbe noch nicht sterben kann. Ich kann euer Gespräch gar nicht mehr klar verfolgen. Ich glaube, ich muss sterben. Gesagt haben. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich höre nichts mehr. Es geht rapid mit mir zu Ende. Mutter hat uns Kinder 22 Male um sich versammelt, um zu sterben. Sie konnte nicht sterben. Und wer 22 Male nicht gestorben ist, dann wird es auch bei 44 Male nicht tun. Meine Hypothese, wird Mutter beim 45. sterben bleiben. Was heißt das? Ich denke, du hörst nichts mehr. Deswegen frage ich doch, was das heißt.